So, moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder einem Stream von OMSI 2. Licht, Fernlicht, alles dabei. Ja, wir fahren heute mal einen Bus, der neu erschienen ist hier auf der Webdisk. Ich habe ihn noch nicht getestet, daher, ich habe ihn gerade nur gespawnt und mir noch nicht mal richtig angeguckt. Es handelt sich dabei um einen Rocker de Simon. Oder so einen rumänischen Bus. Hallo Michael an der Stelle, du wirst das Video sicherlich gucken. Oder den Stream. Ja, das ist unser Gefährt heute. Ja, es ist die erste Generation, das heißt, wir haben nicht den schönsten Bus, wie man vielleicht sieht. Ja, und ich habe schon gehört, das sind, glaube ich, italienische Lampen hier. Die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr hässlich. Rumänien baut ja sehr oft auch nach diesem Baukastensystem. Oder früher noch stärker als heute, wie man sieht. MAN, dann italienische Lampen oder sowas. Es ist halt alles immer zusammengewürfelt. Ja, ist halt billig. Spart man halt Geld, ne? Und wie man sieht, ja gut. Mit MAN-Logo. Ja, erfüllt seinen Zweck. Ja, keine Ahnung, das ist das Gefährt. Gucken wir mal rein. In die F2-Sicht. Jo, wir haben schöne Plastiksitze. Oh, die sehen echt gut aus. Mit der Spiegelung. Übrigens, Download-Link ist in der Beschreibung. Wir haben 3 Türer, Hochflur. Also, der sieht echt gut aus von innen. Da kann man jetzt mal gar nichts sagen, nicht? Das ist echt gut. Nur ein Hochflurer. Ich kann nicht sagen, welches Baujahr dieser Bus ist. Das weiß ich leider überhaupt nicht. Da müsst ihr den Michael fragen. Der kennt sich da aus. Ja. Ich finde, der sieht ganz schön aus. Also so gut umgesetzt. Keine Ahnung, was der vom Cockpit hat. Gucken wir mal rein. Oh, das sieht ja sogar ganz stabil aus. USA. Also ich muss sagen, der sieht echt gut aus, der Bus. Ist ziemlich gut umgesetzt. Hier, da ist ein Bild vom Original. Leute, da machen wir Dachluken auf. Wie bescheuert ist das denn? Hey, was tun wir damit? Was ändern wir damit? Das da? Nee. Guck mal, hier sind auch solche komischen Abweiser. Damit der Wind nicht so reindüst, ne? Und der Regen, das ist auch geil. Naja, gucken wir mal folgendes. Wir haben ja hier die rumänische Fahrradtür. Eigentlich kein schlechter Bus. Elektrik ist an. Dann machen wir Motor an. Ja, der klingt auch gut. Oh, der klingt ja richtig gut. Also muss ich sagen, der ist gut. Schöner Bus. Gefällt mir. Also ist nicht der schönste jetzt in Real Life, aber sehr gut umgesetzt. Mit diesem Fenster finde ich eigentlich auch ganz cool. Hier. Der ist klasse. Hier ist wahrscheinlich das Ibis. Aha. 184. Moment mal, Altendorf ist das hier, ne? Ja. Boah, der ist gut, der Bus. Ja, moin übrigens an alle Zuschauer aktuell. Moin RNV-Fan, Säcking, Leon, ja, und Busporting Hamburg. Ja, mir geht's soweit gut.
Aha. Kennst du mich und meinen Freund Noah? Kennst du mich und meinen Freund Noah? Ah, ihr geht mir auch auf den Nerven mit dem Grüßen. Ich krach doch mal zu jedem Hallo. Ach, Leute. Hallo, Noah. So. Ich finde die Türen witzig hier. Und wie komme ich raus hier? Gar nicht. Ah, hier. Ne, das ist... Was bist du denn? Zentrales Tür öffnen? Ja, du bist die hier. Ah, cool. Hört sich aber wirklich gut an. Fühlt sich auch gut an. Immer schön Pause machen beim Vorspulen. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Diese KI ist so strunzdämlich. Oh Mann, ey. Ich kann da auch nicht vorbeifahren. Ist natürlich zu eng. Ja, das ist ja jetzt auch wie zurzeit in Deutschland. Die steigen entweder hinten ein oder in der Tür, wo man die quasi nicht sieht. Herzlichen Glückwunsch, dass du dein Abi geschafft hast. Ja, danke dir, Leon. Huch? Moment mal. Der ist aber irgendwie spiegelverkehrt. Ja, der Spiegel ist spiegelverkehrt. Nice. Da müssen wir aufpassen. Ah, ein Fahrbuswagen, XAVG. Aber der hat nicht viel Power. Das ist, wenn ich keinen Kickdown gebe. Wenn ich ein bisschen mehr gebe ohne Kickdown. Oh. Also eigentlich muss man schon Kickdown geben, damit der vorwärts kommt. Der Schlitten. Wie sieht's lautstärkemäßig aus? Passt das ungefähr? Uiuiui, Moment, die Bremse ist noch nicht kalibriert. Er hat ein schönes Void-Getriebe, muss man ihm lassen. So, und moin Joris. Ja, ja, alles gut soweit. Bei dir auch, ich hoffe ja. Und ich hoffe bei einem anderen natürlich auch. Noch eine Minute Verfrühung. Nimm keinerlei Bremsen. Das ist auch schön. Gut, Lautstärke passt. Alles klar. Okay, das ist wirklich strange mit dem Spiegel. Aber sonst ist der echt gut, der Bus.
Ich hab sowieso keine Innenanzeigen, oder? Hallo. Hallo. Nee. Also ich schätze mal, der Bus kommt so aus den 80ern. Ja. Vielleicht auch Anfang 90er. Oder Mitte 90er, aber ich glaube, das schon eher nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich hab mal eine Mod gebaut. Willst du den mal testen? Ja, wenn der mal... Weiß ich nicht, wenn der relativ gut ist und der dir so gefällt und du sagst, dass ich den mal fahren sollte, warum nicht? Moin Morgen übrigens. Bei mir gewittert das sehr laut. Nee, hier in Hamburg, bei mir hier gerade Ruhe. Die Sicht ist gut. Moment, das wird verwirrend mit dem Spiegel. Naja, wir fahren hier eine schöne Linie, die 184 Deutsche Bahnlinie. Von Alten darauf bis, wohin fährt sie eigentlich? Na, die Matrix ist auch nicht die schönste. Althausen Bahnhof. Aber sehr guter Bus, der gefällt mir wirklich. Also der ist sehr, sehr gut umgesetzt in Omsi, muss man wirklich sagen. Da hat sich der Entwickler Mühe gegeben. Guck mal, die steigen hier nicht mal ein. Die wollen immer hinten einsteigen. Das ist mir auch recht. Spinnrage! Hallo. Guten Tag. Hallo. Der Asiacom 179, also der Bruder vom 180. Oh, wow. Ja, kannst du mir gerne mal schicken, wenn er ganz gut ist. Kann ich gerne mal testen, ja. Warum nicht? Moin Marius. Spinrage, du hast eine Aufgabe. Kannst du vielleicht mal bitte ergoogeln, wie alt dieser Bus ist oder sein könnte? Es wird mich jetzt mal brennend interessieren. Wie schnell schafft die Krücke eigentlich? Na, 73. Das ist nicht gerade viel, aber ich meine, jetzt geht's bergauf. Naja, reicht, aber... Geht besser. Ich habe Angst, dass wir nachher, ich glaube, die Linie führt auch über Berge, ne? Ich habe Angst, dass wir da nicht hochkommen. Ich weiß gar nicht, fahren die überhaupt heute noch die Busse in Rumänien, die hier? Ich glaube ja, oder? Michael zeigt ja mal solche Bilder oder sowas von Rocker. Ich weiß nicht, ob das auch die sind, weil das ist ja jetzt die erste Generation von Rocker. Gibt ja mehrere Generationen davon. Wo sehe ich denn, dass ich einen Haltewunsch habe? Im Bus. Also ich weiß, ich sehe es hier oben, aber im Bus, welche Anzeige ist das? Ach hier, Stopp, oder? Wahrscheinlich. Ja, Tom, sehr witzig.
Moin. Okay, der Spiegel ist verdammt verwirrend. So schnell war das jetzt auch nicht. Hier ist 50 erlaubt, ich entspannte 30. Hä? Jetzt steht da 30 beendet. War sowieso schon. Wie lange wird der Stream gehen? Ja, ich würde sagen, bis er vorbei ist. Aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Hast du später noch Capacity? Nein. Ich fahre was anderes. Huch, was war das denn? Bing! Anscheinend ist das die Taste hier. Die Leuchte. Nächste Haltestelle, Uferstraße. Ich würde nochmal sagen, der Download-Link dieses Busses ist in der Beschreibung. Mensch, Nico. Mit wird ganz tödlich. Ha, du kannst nicht schreiben. Zur Beschreibung bitte. Was? Moin, U-Bahn Berlin Freak. Was hältst du von Bad Hügelsdorf? Naja, keine Ahnung. Geht so. Der Bus haut mich gar nicht vom Hocker. Naja, gibt's auch schon, ne? Und, naja, ist nichts Besonderes, der Bus. Ja, und die Map ist gut, ne? Aber ist auch nicht billig. Ich weiß nicht. Man hätte lieber ein Setra oder sowas bauen sollen für die Map. Dann hätte ich sie auch installiert.
Der immerhin gefällt mir gar nicht. Ja, ich finde den auch nicht besonders. Was habt ihr denn Schönes gekauft? Ne, gekauft haben wir den nicht. Wie du im Titel schon siehst, Testbus. Einfach mal so, weil der neue in der Webdesk erschienen ist. Wollte ich den mal eine Runde testen und wir fahren jetzt für Fahrbus hier auf der 184. Ich finde den eigentlich ganz geil. Ist aber ein Hochflurer. Also von daher geht's sowieso nicht. Keine Ahnung. Ich wollte mir den einfach mal angucken. Hey, Nahverkehr Hamburg ist bei den Gamern mit eingetreten. Danke für die Kanalmitgliedschaft. Jetzt hast du auch coole Emojis. Hey. Und moin, Kevin. So, hier ist Stopp. Ah, ja gut, habe ich jetzt einfach mal überfahren, das Stoppschild so gesehen. Hätte ich ja komplett anhalten müssen auf Null. Aber komm, wen juckt's? Ja gut, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ja, manchmal stimmt das so, ja. Der Bus hätte sich jeder modden können. Vom Sound her klingt er immer noch wie ein A21 und nicht wie ein A20. Ja, das stimmt leider. Und auch an sich, naja, ich finde ihn nicht so gut. Also, der hat einfach nur andere Türen eigentlich und ist ein Solo. Ja, also eigentlich ist da nichts wirklich anders, tatsächlich. Das ist wirklich, das ist quasi, ja, das ist quasi 1:1 Recycling. Leider. Damit man den Preis natürlich wieder ein bisschen hochdrücken kann. Finde ich schade. Dagegen ist der E-Citaro ja beispielsweise was ganz anderes. Da steckt ja wirklich viel extra Arbeit drin und Skripterei und sonst was und Sounds und sonst was. Es gibt beide Busse als Free Air. Ja, das kommt noch dazu. MAN gibt's zigfach. Ups. Ah, der Leon hat mal wieder keine Nachricht bekommen. Naja, dafür bin ich doch extra einen Community-Beitrag hochgeladen. Was du siehst, siehst du denn auch nicht, oder was? Den hättest du eigentlich sehen müssen, normalerweise. Hm. Ich werde da nicht mal schlau draus. Mehr kann ich dann aber auch nicht machen. Wir liegen gut im Fahrplan, möchte ich mal ganz kurz betonen. Ich hab die Map, aber da fahren nur C3S 415NF und C2Ü. Und für die Nachtbusse der C2E. Was denn E? LE meinst du? Ach so, wow. E-Citaro. Der C2E ist aber jetzt nicht die richtige Bezeichnung von E-Citaro, ja? Das ist schon ein eigenständiger Bus. EC musst du schreiben. EC-Karte, aber das E klein. Habe ich auch nicht angezeigt bekommen. Ja, Gruß an YouTube. Geht raus. Ja. So ist das leider mit YouTube. Was will man da machen? Alles nicht so leicht. Ja, ich bin froh, wie gesagt, letzte Matheprüfung Freitag hinter mir zu haben. Nun habe ich so gesehen mein Abi durch. Und auch so gesehen in der Tasche. Hm, war knapp, aber geschafft. Ist geschafft. Ja. Genau, am 1. August geht's weiter mit Ausbildung bei der VH. Und jetzt habe ich erstmal Ruhe so lange. Also, so viel Omsi wird dann ja auch nicht kommen. Weil ich eben auch noch im Urlaub bin in der Zeit. Weil jetzt habe ich ja, wie gesagt, so viel Zeit. Und dadurch, dass ich auch ein Auto habe und so, kann ich wirklich überall hinfahren. Man ist so schön flexibel. Ja, so ist das, ne? Wo ein Nibbel der Bananenbeuke ist, auch lange nicht mehr gesehen und gehört. Sei gegrüßt hier im Stream, du. Hallo Mahmoud. Hab dich abonniert. Jo, danke dir. Ja, wir müssen noch warten normalerweise. Aber wenn da frei ist, dann fahren wir doch, oder nicht?
Ist da alles leer. Die haben ja rot, ja. Warum sollen wir dann warten? Ah, ich verstehe schon. Wegen den Affen. Weil die KI dumm ist. Na egal. Wie geht's dir? Ja, soweit gut, ne? Ich hoffe dir auch und allen anderen auch. Das ist nett von dem Passatfahrer, dass er so weit vorne angehalten hat und dann auch so weit rechts. Ich komme immer Bescheid. Ja, Joris, der bekommt Benachrichtigung. Tatsächlich ist es aber auch geräteabhängig. Ich habe ja ein neues Handy beispielsweise. Und auf dem neuen Handy... Na gut, ich habe immer Benachrichtigung bekommen, so ist es nicht. Aber auf dem neuen Handy habe ich zum Beispiel viel, viel, viel mehr Werbung als auf dem anderen. Ich verstehe YouTube nicht, ne? Ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Finde ich, weil ich weiß ja, dass ich die Leute damit unterstütze und eigentlich ist es ja auch nur fair. Und mich stört's ja jetzt auch nicht. Wenn es keine Werbung geben würde, müsste toll. Irgendeine komische Kollision. Wenn es keine Werbung mehr geben würde, würde das ja im Gegenzug heißen... Ja, irgendwas ist hier komisch. Würde das ja im Gegenzug heißen, dass man alles bezahlen würde auf YouTube. Und das wäre auch nicht die goldene Lösung. Na, die Matrix ist nicht wirklich heller. Die Matrix ist auch von Arsch, da kann man nichts lesen. Was magst du mehr? Solobusse mit 2 oder 3 Türen, Gelenkbusse mit 3 oder 4 Türen? Das ist... Die Sache ist ja, es ist ja... abhängig von der Fahrgastanzahl. Die 3- und 4-Türer sind natürlich viel praktischer. Wenn du eine hohe Fahrgastkapazität hast und eine hohe Quote von aussteigenden und einsteigenden Fahrgästen, dann ist sowas natürlich optimaler als 2-Türer. Und dann ist es auch gemütlicher. Wenn ein Bus jetzt ziemlich leer ist, dann sind natürlich 2-Türer gemütlicher, weil du grundsätzlich mehr Sitzplätze hast. Ja, also weiß ich nicht. Rein Vermögen finde ich 3-Türer und 2-Türer irgendwie, was weiß ich warum, besser, so gefühlsmäßig mag ich lieber, so. Aber 3- und 4-Türer sind natürlich viel praktischer, so gesehen, ne? Ja. Spielst du noch ETS 2 Multiplayer? Nee, habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr gespielt. Aber ich habe das vor einem halben Jahr mal wieder angefasst. Also, ist halt... Ja, das ist bei mir sehr oft so, dass ich mal irgendein Spiel spiele, dann wieder ein halbes Jahr gar nicht, dann mal wieder irgendwas spiele. Ja, so ist das, ne? Wie man Bock drauf hat. Und das wechselt bei mir witzigerweise sehr stark. Ja, lol, Solo 2 Türen, Gelenk 4 Türen. What the fuck, warum? Bleibe den ganzen Stream da. Oha, wenn du Zeit hast, kannst du das gerne machen. Freut mich, wenn viele Leute dabei sind. Sind schon wieder 13 Leute. Höchstzahl heute. Moin moin an euch alle. Tim bekommt auch immer deine meine Benachrichtigung. Ja, das ist sehr schön. Übrigens, hallo Tim. Und wie lief Prüfung gestern, hat Tim noch gefragt. Ja, habe ich dir doch auf WhatsApp bereits geschrieben, du Sack. Oder nicht? Habe ich doch. Doch, habe ich. Hast du eigentlich ATS? Ja, ATS habe ich auch. Habe ich doch schon Let's Play gemacht früher. Mensch, Kevin, das musst du doch wissen. Wir haben jetzt ein 2-Gelenkbus Euro... Was? Ein 2-Gelenk... Achso. Ihr habt 2 Citaro Euro 2 Gelenkbusse. So. Du sitzt in der Badewanne. Schlaft man nicht ein in der Badewanne. Weil das so bei uns ist in Leipzig. Aber warum? Warum macht man denn die Solos nicht auch mit 3 Türen? Ja, aber tatsächlich VAH, das auch. Solos sind oftmals 2-Türer, Gelenkbusse oftmals 4-Türer, wobei mittlerweile auch Solos nur mit 3 Türen bestellt werden. Hauptsächlich. Seid ihr irgendwie dumm?
Wie oft wollt ihr in dem Kreis fahren? KI Doppelpunkt, ja. Ich mag den Bus, ich finde ihn irgendwie klasse. Auch wenn er nicht so schön ist, wenn er ziemlich hässlich ist, ist er trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt und sieht sehr gut aus in OMSI. So, von den Texturen und alles. Ups. Von der Bauart hier. Also echt nicht schlecht. Auch wenn ich den wahrscheinlich nicht so oft fahren werde. Ich meine, passt halt nirgends hin, ne? Ist ein Hochflorer. Schwierig. Ist alt. Passt nicht so in die westeuropäischen Standards. Ja. Vielleicht gibt es ja eine gute Rumänien-Map. Michael, du baust doch gerade eine. Da habe ich doch eine gute, wie sagt man, einen Ort für den Rocker hier. Moin, Linux, Windows, Mac-Hilfe. Der Bus sieht echt super aus. Ja, meine ich ja, der ist schon schick. Lübeck hat nur 2 und 3 Türen, okay. Hi, und wenn du die Nachricht wegen der Benachrichtigung liest, lese sie auch richtig. Ja, habe ich doch, ich habe mich nur versprochen. Früher war ETS 2MP eigentlich cooler und hat Spaß gemacht, aber jetzt, naja. Ja, da, gut, hast du einerseits recht, andererseits haben die halt nur mit Idioten zu kämpfen, ne? Man sieht's ja. Und natürlich muss man da dann was machen. Es macht ja auch keinen Spaß, wenn man wirklich nur Idioten hat und Hacker und was weiß ich. So ist das tatsächlich jetzt auch zum großen Teil. Aber es ist alles nicht so leicht, ne? Aber der klingt auf jeden Fall schön kernig, der Bus. Das muss man ihm lassen. Der Kreisverkehr sieht auch sehr interessant aus. Sind das nicht die Ampelhalterung? Das könnte gut sein. Ja, das sind sie. Das finde ich tatsächlich ganz schön witzig gemacht, aber auch richtig bescheuert eigentlich. Aber geile Idee, muss man ja lassen. Also das ist wirklich sehr kreativ. Das muss man so sagen. Ich mag Rohau, das hat echt schöne Ecken. Nur an manchen Stellen sind die, naja, ist die Performance von der Map nicht so dolle, leider. Schöne Straße, die ist so neu. Und die O407 von 96? Frag mich, wie lange unser O405G von 97 noch im Einsatz ist. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich finde das krass, dass ihr überhaupt noch sowas habt. Moin Hochbahnfilmer. Oh. Warum läuft... Egal. Ach. Würde ich jetzt auf meine Kappe nehmen. Das Problem ist ja in OMSI, du kannst nicht nach rechts und dann noch schnell nach links gucken und dann noch so und dann noch so. In Real Life hätte man den gesehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Typisch Manfred, ja. Noch bei Rot schnell rüberlaufen? Ich habe mir auch schon gedacht, weil es die Fußgängerampel
rot wurde, wurde die Autoampel ziemlich schnell grün. Da habe ich mir sogar noch so gedacht, oh, das ist aber schnell. Lol. Bei dir kann man nicht einschlafen oder nicht lange schlafen. Spätestens, wenn du dich über die KI aufregen musst. Ja, das stimmt. Dann bist du wach, ja. Im Bereich Niedersachsen fahren noch XHHA O405 der Firma KVG Stade GmbH. Moment, das kann nicht sein. Die KVG hat doch keine O405er mehr. Achso, im Bereich? Nee, 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 Moment, das geht nicht. Moment, die haben doch nicht Hochbahnen. Also ich weiß, in Lüneburg zum Beispiel, da fahren glaube ich auch noch O407 oder sowas, aber O405? Von der Hochbahn? Habe ich noch nicht gesehen. Da finde ich auch sowieso komisch, dass in Lüneburg und sowas auch noch Hochflora und sonst was rumeiern. Hm. Ich wusste nicht mal, dass die KVG solche noch hat, von der Hochbahn. Aber richtige O405er oder Niederflora? Ich hätte mich gefreut, wenn sie bei Bad Hügelsdorf einen Setra... Ja, ja, genau. Ja, 315 gibt's doch, oder nicht? Achso, ja gut, Niederflora, ja, ja. Gut, klar. Das wär auch cool, ja. Ich hätte mich mehr gefreut über einen Setra 415 LE Business zum Beispiel. Aber wollte den nicht Arne bauen? Ich glaube ja. Aber das stimmt. 315 Niederflur fehlt mir auch noch. Den habe ich mir auch schon öfter gewünscht. Und ich meine, so schwer kann das ja eigentlich nicht sein, den zu bauen. Wenn wir mal ehrlich sind. So. Fredeberg Markt. Die finde ich das übrigens auch sehr schön, die Ecke. Chrissy baut dann 416 LE. Hallo. Ja, und wer baut... Ich meine Arne, oder? Könnt ihr ja mal bestätigen. Baut der ein 415 LE Business? Richtig, O405. Okay, krass, das wusste ich nicht. Langenfelde stehen noch 97er Citaros sowie O405er der Firma HOV. Moment mal, 97er Citaros? Ich dachte 98 waren die ersten bei der Hochbahn. Ja gut, die HOV-Busse, dass die da sind, ist ja eigentlich klar. Ich weiß nicht, irgendwer wollte, glaube ich, ein Setra 315 NF bauen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, ich habe das auch mal gesehen, gelesen, wie auch immer. Oder gehört. Ach, eins von den drei Sachen. Ich habe das mal, mir kam die Information mal zu. Über irgendein digitales Medium. Um sachlich korrekt zu sagen. Ich hänge hier gerade wirklich wie so ein Affe vom Lenker, ne? Ich will mal die Hupe testen. Nicht erschrecken, Hupe. Ah, gut, Standard, klar. Aber der hat wahrscheinlich auch sogar die drinne. Weil der hat ja auch so einen MAN-Motor und alles.
das war knapp. Wer nicht wagt, der keine guten Aufnahmen kriegt. Man kennt den Spruch. So. Weil ich Angst habe, dass da ein Bus kommt, wenn ich mal weiter rechts rüber gefahren. Weiß man ja nicht. Aber ich finde, die Baustelle ist richtig nice. So, ich muss leider gehen. Tschüss und schönen Abend dir noch. Yo, hau rein. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Aber es gibt bei der KVG noch 408. Stimmt, habe ich auch mal gesehen, ja. Moin, ja, Ole. Naja, ist kein MAN. Es ist ein Rocker. Also ein in Rumänien zusammengeschusterter Bus mit MAN-Motor, schätze ich mal. Und Teile von MAN. Ja, in Rumänien wird alles irgendwie zusammengeschustert. Mit allen Teilen, die man gerade irgendwie findet. Egal, ob sie gut aussehen, passen oder sonst was. Das ist cool umgesetzt hier, die Baustelle. Baustier. Was? Was? Da ist nichts. Ich hab nichts mitgenommen. Ja. Die hätten das auch nicht mitgenommen, wie ich wahrscheinlich. Oder sie hätten es sogar mitgenommen. Wieso sieht sich meine Fahrgäste? Habe ich Respekt vor der OMSI-Fahrgast-KI. Das haben die doch gar nicht verdient. Was soll denn der Scheiß Doppeltour-Bahnsteige? Ach lol, jetzt wollen wir hier vorne einsteigen? Ah ne, der Bus ist voll, ja moin. Das ist ja voll dämlich sowas, die sind viel zu hoch. Der ist tatsächlich gut voll. Will auch jemand rein und raus? Der hat richtig viel Platz, muss man ja sagen. Gefällt mir, nur hier müsste noch einer stehen oder zwei. Ach, der Spiegel verwirrt mich so hart, ne? Das sind 25,8 Grad. Nein, 26,1 Grad. Innen- oder Außentemperatur? Innentemperatur. Außen ist aber, glaube ich, noch wärmer gerade. 24, na gut. Aber Klima haben wir wohl bestimmt nicht. Oh. Kriege ich nicht auf. Ah, muss reichen. Müsste sich sonst selber aufmachen. Oh, jetzt ist da auch lauter der Sound durch das Fenster. Gefällt mir aber nicht dieser laute Sound. Der ist jetzt noch lauter als so. Aber es wird deutlich kälter. Guck mal, wie das runterschnellt. Das ist krass. Diesen Effekt hat nicht jeder Bus, aber das hat auch der Standard-Doppeldecker beispielsweise. Der hat auch diesen Effekt drin. Soll ich einen Link zum Thread schicken? Von was? Von dem Bus ist ein Link in der Beschreibung sogar. Ach so, du hast was. Problem ist, du kannst keine Links versenden in den Chat. Oder glaube ich. Probier's mal bei uns. Ich glaube, die werden nicht angezeigt, leider. Oder sonst macht das .de weg.
Immer wenn die KI sich aufregt. Nur weil man in die Kurve etwas Kickdown fährt. Ja, die übertreiben aber echt. Und teilweise stellen die sich schon an wie Mädchen. Hallo Michael. Da. Fahrbüß. Ne. Moment mal, seit wann fährt hier die AVG? Hä? Lol. Die AVG hilft in Ruhe aus. Ach, weißt du, was sein kann? Oh, lol, ich muss die Bremse rausnehmen. Es kann sein, dass ein Bus von uns ausgefallen ist und dass wir uns einen Leihbus von AVG genommen haben. Weil Ruhe auch keine Busse mehr hatte. Leute, das kann sein. Hier kann man leider nichts dran fummeln, aber ist ja auch das Standardtemperatur-Ding. Ne! Jetzt zieh drüber, Wichser. Wieso ist die Ampel aus? Ach so, das ist eine Ampel, die angeht, wenn Fußgänger auf den Stoppknopf drücken. Das ist cool. Setra geht, hey. Ne, wir sehen den Link nicht, den siehst nur du. Also musst du das .de wegmachen am besten. Moin, Josef. Naja, wenn es draußen 26 Grad zählt, glaube ich noch nicht als zu heiß, oder? Dafür muss es, glaube ich, über 28 schon sein. In welchem Bus ist dieser Blinker? Kommt mir bekannt vor. Weiß ich nicht. Hab ich nicht drauf. Weiß ich nix. Ich nix wissen. Egal. Warte, Joris recht. Oh, ich hab mich gerade die Arme nach oben gestreckt und dann wird grün. Was ist denn das alles? Ein asozialer Kram. Aber wieder strecken. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Moin Ulrich Kulrich. Der Berg hilft einem gut beim Bremsen. Erlenweg. Ich hab Problem, Akku nur noch 15%. Oh, reicht ja wohl, oder? Also bei mir halten 15% lange. Sonst musst du halt dein Handy anschließen während des Streams. Oder du guckst auf PC oder du ja, weinst, dass dein Akku gleich leer ist. Lass mich mal bitte Bergedorf auf. Nee, da fahren wir heute nicht hin, du, tut mir leid.
Moin, KVB Köln-Fan. Wie läuft es mit deinem E-Zitar? Wieso meinem E-Zitar? Ich habe kein E-Zitar. Achso, du meinst unseren. Von Zaratox und mir und Michael gemoddeten. Haben wir ja bisher noch nichts dran gemacht. Ich hatte Abi-Stress, ja. Ich hatte andere Sorgen. Hat schon noch, aber ich sitze noch in der Badewanne. Ja, dann warte. Dann warte, bis wir an der Endhaltestelle sind. Wenn wir einen neuen Bus bauen, dann kannst du ja eben raushüpfen. Okay, man kann hier tatsächlich links abbiegen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das funktioniert. Mal so richtig sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Das sieht schon irgendwie falsch aus, oder? Licht an. Warum soll ich hier stoppen? Das ist doch voll dumm. Lieber Vollgas geben aus der Kurve raus. Ist viel zu hell hier im Tunnel. Das hasse ich bei Omsi, ne? Dass Tunnel nicht richtig dunkel sind. Also leicht, aber nicht wirklich. Ja, das ist Ruhe auch. Genau wie es im Titel und in der Beschreibung steht. Na, Ulrich? Du hast mir letztes Mal angeschwärzt, oder? Das ist schon ein bisschen was her, dass ich Ulrich Knullrich gelesen habe, ne? Aber selber nicht lesen, ne? Da sind wir die Richtigen hier, ne? Das ist, glaube ich, auf der linken Seite, ne? Der Bahnhof. Ja, müsste. Ja. Nächste Haltestelle, Haidhausen Bahnhof. Diese Fahrt endet hier. Auf Wiedersehen. Next stop, Haidhausen Bahnhof. Please change here for original and main entrance. This bus terminates here. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Warum ist da jetzt rot? Das ist doch so asozial. Wie ein Käseroller. Ich mach das Fenster hier, ne? Dass man bis unten sich die Blumen angucken kann, theoretisch. Aber es ist hilfreich, weil man sieht immer den Bordstein auch direkt und sowas. Ich finde das echt nicht schlecht. So, Leon, ich denke mal, jetzt kannst du aus der Badewanne hüpfen. Deutsche Bahn, das ist die Deutsche Bahnlinie. Sorry, aber ich schaue mir deine Streamtitel. Ich kann nicht reden. Sorry, aber ich schaue mir deine Streamtitel nie an, weil du normalerweise vergisst, sie zu ändern. Nein, ich vergesse sie nicht zu ändern. Ich belasse. Ja, okay, manchmal auch, aber in der Regel belasse ich sie. Innerhalb meines Streams gleich. Weil ich werde jetzt auch einen anderen Bus fahren und den Titel trotzdem so lassen. Weil es ja grundsätzlich immer noch nicht falsch ist. Wir haben ihn ja getestet. Das Problem ist ja dadurch, dass es nachher als Folge rauskommt, will ich natürlich einen Titel haben. Und ich wette, ich weiß, warum das hier liegt. Wenn man solche Kunstobjekte macht, ist das ja schön und gut. Aber drei Stück... Mit so vielen Ampeln. Ja gut, das ist vielleicht übertrieben. Stimmt aber tatsächlich. Vielleicht sollte ich mal ein so ein Ding davon wegnehmen. Das dritte zum Beispiel.
Da könnte man hier schon bessere FPS haben. Ich hüpf kurz raus, wer macht das? Ich fahre jetzt nur hier kurz den Bus einmal weg, einfach so aus Jux. Ah, jetzt kriege ich wieder grün, hoffe ich mal gleich. Ja. Die Hitbox ist nicht 100% richtig. Ja. Wie oft soll ich noch M drücken? Omsi Doppelpunkt? Ja. Wo ist denn der Motor? Wir haben keinen Schlüssel, oder? Da muss es ja irgendein Knopf sein. Doch, wir haben Schlüssel. Hä? Lol. Egal. Egal. Du hattest mich nach dem. Tschüss. Lass mal kurz die Textur neu laden, sonst zickt Omsi gleich wieder beim Spawnen. Fährst du jetzt C2G? Das ist richtig, Leon. Hallo KVB. Zweite Fahrt gibt es auch, was? Moin Björn, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich weiß es nicht. So, Hamburger. Hamburger, 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 Hamburger Stadt. Nein! Oh. Alter! Ich drück auf Stadtbus und der nimmt Van Hol, ey, ich wein gleich. Oh, Mann. Oh, Junge, was ist denn das für ein Quark? Ist das, was ich mag? Ecke Newton Quark. Jo, ihr Lenkbus 2017, Solo. Bett? Ach, Solo, wo bin ich denn? Ich will ja ihr Lenk. Ihr Lenk. Ihr Lenk. Den hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Da habe ich gesagt, das Getriebe ist nicht so gut. Darum nehmen wir heute mal den. Ja, müssen wir, ne? Ich bin ein bisschen müde. Wo sind wir denn hier? Da sind wir dabei. Das ist prima. Wir fahren Wiener C2. Jetzt sind Kölner hier, die stecken mich irgendwie an. 9810. So, Heidhausen Bahnhof. Aber wir wollen natürlich die Eschbay Jacks fahren. Dann wollen wir das. Nein, die wollen wir eigentlich nicht fahren. Wir wollen die. Ach, SB ist doch scheiße. Wir fahren die. Ja, wir fahren die wieder zurück. Juckt doch nicht, oder? Ja. Egal. So, bin draußen. Ja, das ist doch gut.
So. Scheint jetzt zu spawnen. Ja, da ist er doch. Oh Gott, sind hier komische Menschen. Gott, seht ihr komisch aus. Ja. E. M. Nee, M. So. J. Altendamm, Übandamm, Ikea. Wunderbar, wunderbar. Sicher, selber ökologisch. Mit uns kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Jawohl. Sehr, sehr toll. Wundertoll, wundertoll. Warum sind die Blinker so komisch? Lol. Ach lol, oh Gott, der Bus ist schwarz, also Teile des Busses. Lolski Podolski. Ja, das Fahrbus-Logo geht auch weg, seht ihr? Seht ihr? Nicht jod, aber egal. Solange es nicht viel ist, ist es nicht viel. Es gibt eine Sache, die mich triggert. Dass hier keine, weil hier ist normalerweise, hier sind auch keine Drehteile bei der Hochbahn, ne? Aber das geht so ein Stück rein. Wie beim EC-Taro. Ist aber leise. Ich fürchte, dass das Skript nicht wirklich besser ist. Wollen wir mal schauen. Hallo. Moin. Hallo. Normal. Da fehlt das silberne Teil. Hallo. Hallo. Stimmt, wir hatten Fahrscheinverkauf ein, aber die haben eben gar nichts gekauft. Auf jeden Fall gut gemacht dann. Moin. Eine normale Hallo. Fahrkarte, bitte. Jo, 2,70, danke. Komisch, den Bus ohne E-Bus zu fahren. Die alten HVV-Fahrzeuge. Ja. Sportplatz Wolfskuhle. Na, geht vom Skript. Ist okay. Aber mit Kickdown ist er schon unten. Nee, kostenlos gibt's nicht. Omsi 2 ist ja auch nicht kostenlos. Ups. Was willst du heute kostenlos bekommen? Alles kostet was. Und selbst Handy-Games kosten unterm Strich was. Du bezahlst zwar nichts, aber du hast Werbung ohne Ende. Ich hab gar kein Licht an. Mein Gott, hier ist 50 erlaubt. Was soll ich denn machen? Ich mag... Lol. Lol, okay. Ich mag C2, ne?
Die sind so C2G erst recht, weil die so schön ruhig sind vorne. Ist aber auch relativ realistisch. Man hört wirklich nicht viel von dem Bus. Ich mag den hier. Unsere Wiener Busse, Ex-Wiener Busse. Wir haben bereits noch einen gekauft, der steht am Hof. Weiß gar nicht. Steht, glaube ich, sogar in Ruhe zur Zeit. Ja, müsste eigentlich. Er ist eigentlich auch soweit fit. Nur der kam noch nicht in Linieneinsatz. Weil wir wollten ja, wie gesagt, wie bei denen hier, die Rücken noch polstern. Müssen wir noch machen. Die Rückenteile da. Rückenlehnen. Die sind noch ungepolstert und so wollen wir den nicht in Verkehr rausgeben. Ist nicht so schön. Lieber nochmal polstern. Ja, ansonsten ist der Bus auch bereit. Welche Nummer hat der eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Achso, 1810. Ja, dann ist es wohl 1811 oder sowas. Ja, ich glaube 1811 ist das hier. Ne? Guten Tag. Guten Tag. Du bist schwarz. Warum bist du schwarz? Warum passiert sowas schon wieder hier? Aber krass, aus wie vielen einzelnen, kann man sagen, 3D-Modellierungen diese Typen hier bestehen aus dem KI-Pack. Das ist meiner Meinung nach übrigens das beste KI-Pack, auch wenn die Personen nicht unbedingt so realistisch aussehen. Allerdings finde ich, hat das am meisten Variation, so grundsätzlich. Nur es sieht halt nicht so realistisch aus. Wobei OMSI an sich auch nicht sonderlich realistisch aussieht. Da finde ich das gar nicht so schlimm. Da, Fahrbus. Ne, du bist auch AVG? Alter, du bist ja der von vorhin. Ich wette, das ist ein Fahrbus-Kollege. Muss ich mal nachher fragen. Auf dem Hof, warum hier Alheim rumfährt, AVG. Guten Tag. Hallo. Tag. Hallo. Ja, genau, er ist halb Afrikaner und halb Deutscher. Ich glaube auch. Dann sieht das auch genauso aus. Bus-Simulator 2012 ist kostenlos? Nee. Der hat früher auch Geld gekostet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt kostenlos ist. Tierpark. Also, warum? Hä? Und selbst wenn, warum sollte man den spielen? So toll ist er jetzt auch nicht. PTS? Public Transport Simulator? Wo gibt's den denn auf Steam? Naja, Bus Simulator 2012 kostet auch mehr. Ja. Hallo. Habe ich mir früher auch gekauft. Früher war der gar nicht so schlecht. In manchen Punkten besser als OMSI. Und ja. Alleine, dass man da so leicht Linien erstellen konnte und einfach fahren konnte. Das ist so traurig, dass es nicht so leicht geht, dann haben sie. Nächste Haltestelle, alte Gießerei. Zum Thema nice Busansagen. Jetzt haben wir andere. Weil DB-Linie wahrscheinlich. Ich finde die auch nicht schlecht. PTS ist ein Handy-Game. Ach, Handy-Game, hat's vergessen. U-Bahn oder S-Bahn-Simulator für Hamburg gibt. Ja, gut, klar, aber wer weiß, was in Lotus kommt. Die Straßenbahn Hamburg wird ja nachgebaut. U-Bahn meine ich auch. Also die DT4 wird nachgebaut. Habe ich schon gesehen.
Ich glaube, die U1 soll es geben. Haben Sie zwei U-Bahnen Hamburg spielen? Gibt's doch gar nicht. Also gibt's, aber es sieht nicht so gut aus. Habe ich auch schon mal gesehen. Ja, die Handygames aber kannst du vergessen, ne? Das ist, glaube ich, auch ein E-Bus hier, so leise wie der ist. Ist nicht großartig anders zum E-Zeter auch letztes Mal. Wieder so eine dumme Haltebucht. Was soll denn der Quatsch hier mit den doppelton Bahnsteig, also wo ist der Sinn? Guten Tag. Hallo. Tag. Ah, der IAA ist. Nee. IAA. IAA ist gerade ausgestiegen. Eingestiegen. Alter, was ist mit mir los? Train Simulator habe ich nicht. Den Bus von außen. Nein, das ist kein E-Bus. Das ist ein Diesel. Euro 6. Von außen ist der Sound allerdings, naja. Ist okay eigentlich, aber ist auch nicht so gut. Das ist der ECG, ja, ich glaube auch. GTA 5, ja, das ist tatsächlich kostenlos. Kann ich aber nicht spielen, aufnehmen. Weil das leckt in der Aufnahme wie sonst was. Leider. Ich merke gerade, dass ich pissen muss. Das ist ziemlich unpraktisch. Nein, Fortnite, bloß nicht. Doch was. Spiele ich garantiert nicht. LKW. Ein Lastkraftwagen. Groschendrahtwagen in the morning. Komm mal kurz ein Stück so weit rüber hier wegen den Spiegeln. Aber easy, der kann fahren. Immerhin. Immerhin alles drin, real. Jetzt habe ich hier drei leere Wasserflaschen. Oh frech, warum sind die nicht voll? Oh. Scheiße, ey. Ah, das Problem ist ja, dass in Glasflaschen immer nur 0,7 Liter sind. Und das ist nicht viel. Kann man gut zwei Flaschen am Tag wegsaufen oder ja auch drei. Ich habe hier noch Schwippschwapp, aber... Ich hätte lieber Bock auf einen Schluck Wasser, wenn ich ehrlich bin. Ja, gleich, wenn ich mal kurz pissen gehe irgendwo, werde ich auch mal ein Wasser holen. Oder zwei. Oder drei. Nee, 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 Fortnite gibt's hier nicht. Das könnt ihr vergessen. Naja, als ob der Bus diesen kleinen Mini-Piss nicht vorhandenen Kannstein nicht hochkommt. Traurig. Nico, ich hatte gestern Geburtstag und bin 18 Jahre alt geworden. Ja, das ist fresh. Glückwunsch auf jeden Fall. Nachträglich dafür. Hey. Hast du einen Führerschein? Minecraft? Habe ich keinen Bock drauf zurzeit, kann ich dir ehrlich so sagen. Aber wer weiß. Möglich ist es, dass irgendwann mal wieder kommt. Friedeberg Markt.
Ja, also der Innenraum-Sound geht eigentlich klar, aber ist auch zu leise. Also ist, der könnte schon einen Tick lauter sein. Der Bus im Allgemeinen. Und der Retarder ist viel zu laut. Man hört es ja sogar im Innenraum. Er kreischt. Hier ist auch 30. Nein, habe ich nicht, leider. Was willst du denn einen machen? Fragen wir mal so. Ich bin frech. Sorry fürs Drängeln, Kollege. Ja, an der Stelle mal wieder absolut geile Gelenkphysik bei dem Bus. Sehr realistisch, alles mitzunehmen mit dem Gelenk. Man kennt es auch aus Real Life. Oh Mann, die Gelenkphysik bei C2 ist so ein Blödsinn, ne? Warum ist das eigentlich so abgeranzt? Der Bus ist 2 Jahre alt. Jetzt los. Ach so, jetzt haben wir nicht mehr über. Ah, das stand wahrscheinlich schon länger da, nur Nico hat es nicht gesehen. Toll. Danke. Ja genau, jetzt steht hier. Ne, steht immer noch drauf. Oh Gott. Dann verstehe ich es nicht, dann war das vielleicht Boogie. Yes, sir. I can Boogie. Hallöchen, moin Timo. Ich sehe gerade, ich habe hier auch 3 leere Wasserflaschen. Ups. Lesen und fahren ist nicht gesund. Ja, und wie oft willst du das noch schreiben? Na, muss noch sparen oder was? Ja gut, ist natürlich nicht günstig, das ist auf jeden Fall so. Vorteil ist natürlich, dass wenn man den einmal gemacht hat, dass man dann Ruhe hat. Ich habe auch gut 2000 Euro hingeblättert, ne? Das muss man schon kalkulieren. Ja, und dann muss man halt auch irgendwie ein Auto haben. Na, ist halt praktisch. Ich kann natürlich erstmal das Auto der Eltern nehmen oder was auch immer, Mutter, Vater, wie auch immer. Ja. Hallo. Guten Tag. Kannst du auch mit mir reden? Und nicht nur das Geld auf den Tresen knallen? Dafür kriegst du extra viel Kleingeld. Penner. Lol. Wieder dieser komische Soundbug. Nicht schön. Nein, ich fahre rüber, ich muss pullern, deshalb. Hey, was habe ich denn jetzt gemacht überhaupt schon wieder? Weißt du, ich gehe jetzt hier einfach kurz pullern, ist mir jetzt auch egal. Bis in einer Sekunde oder zwei. Bin sofort wieder da, wie gesagt. Hey. Tag. Einmal Kurzstrecke bitte. Dankeschön. Kurzstrecke bitte. Danke.
geh die Post. Nein, da fahr ich noch rüber. Ich muss es tun. Sorry. Hab sonst Verspätung. Gut. Ach, so. Oh, das musste schnell sein. Oh, sonst hätte ich mir, glaube ich, in die Hose gemacht. Das wäre nicht so gut gewesen. Problem ist, ich trinke immer zu viel in den Streams. Natürlich, wenn ich viel trinke, ne? Könnt ihr euch denken. Ah, Premium Gelenkphysik, jawohl. So, hab jetzt endlich drei Wasserflaschen wieder voll. Hallo. Einmal kurz bitte. Ja, hier, zack, zack. Dann kommt wieder ETS, ja, wenn ich mal wieder Bock drauf hab. Also, ja, unwahrscheinlich. Das Problem ist, aufnehmen mit ETS ist auch immer recht schwierig. Aber ETS habe ich meistens GEMA-Mucke im Hintergrund und sowas. Weiß ich nicht. Wie lange streamst du noch? Ja, das kann ich jetzt sogar ziemlich genau beantworten. Und zwar bis die Linie vorbei ist ungefähr. Kann ich genau beantworten. Bis die Linie vorbei ist ungefähr. GG. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Ich mag die Linie, muss ich sagen. Die ist eigentlich ganz cool. Weihershof. Ja, wenn's so ist. Moin, Sarah Talks. Wie viele Minuten? Ja, keine Ahnung. 20? Streams in der Krise echt effektiv? Naja, gut, die Krise ist ja nicht mehr wirklich in dem Sinne vorhanden. Was geht bei dir? Ja, nicht viel, ne? Mittlerweile im Ruhestand bis 1. August. Dadurch, dass ja meine Abi-Prüfungen fertig sind alle. Ja, fühlt sich gut an. Und am 1. August geht's weiter bei der VHH. Ja, freue ich mich schon drauf. Boah, fährt der schlecht. Auch wenn ich da eine 40-Stunden-Woche habe, aber ist auch gut so. Bisschen was um die Ohren zu haben. Ja, weil ich habe jetzt auch genug frei durch Corona und dann auch jetzt noch mehr frei. Ist schon fast zu viel. Auch wenn es mal gut tut. Hallo. Ja, lass mal treffen. Bitte. Ich treffe mich schon erstmal mit so vielen Leuten. Müssen wir mal gucken. Können wir aber gerne mal wieder machen.
ich habe so viel zu tun. Also, was heißt zu tun? Ich habe so viel vor, jetzt auch in den Ferien. dahin, mit dem. Ja. Wir werden bestimmt noch einen Tag finden, keine Sorge, aber... Der Titel richtig? Ja, ist er. Das ist der Bus, den wir in den ersten Teil gefahren sind. Gut, ja. Eigentlich ist er so gesehen richtig, ja. Radarkontrolle, habe ich das richtig gelesen? Der Krankenhaus oder sowas. So, Krankenhaus. Da Krankenhaus? Krankenhaus. Aha, habe ich auch noch nie gelesen, dass das eine Begründung für 30 ist. Lol. Hallo. Hey. Einmal abholen. Ja, machen wir mal so hier, ne? Weil ich faul bin. Kannst du bei der VH noch die alten C1 fahren? Ne, das wird nicht passieren. Die gehen ja schon dieses Jahr weg. Ja, so, und das heißt, wenn ich jetzt anfange mit der Ausbildung, 2 Jahre, im zweiten Ausbildungsjahr macht man seinen Führerschein. Das heißt, erstes Ausbildungsjahr, zweites Ausbildungsjahr ist 2022, fängt das an. Und 2021 sind noch 2007er Busse. Das heißt, 2022 bin ich im dritten Jahr, da kann man schon auf Linie geschickt werden. Das heißt, rein theoretisch ist das Älteste, was ich fahren könnte, noch 2008. Es sei denn, es bleiben zum Beispiel noch 2007er übrig, wie zum Beispiel 0790, 0791, wo ich mir das gut vorstellen kann, da man die braucht. Die würde ich gerne mal fahren, 0790 und 0791. Hm. Ja, das sind tolle Busse. Also, sag ich mal 2009, also Facelift werde ich miterleben noch. Ziemlich lange sogar dann. Von 2009 bis 2012. Facelift werde ich noch 3 Jahre dann miterleben. Oder sogar 4, je nachdem. Wenn ich diesen LE bekomme, den einen. Facelift LE ist ja auch 2013. Joa. Aber alles Ältere unter 2,7 auf gar keinen Fall mehr. Wenn überhaupt mit viel Glück noch 2,7. Einzelne, die dann übrig bleiben. Aber alles andere ist auszuschließen. Wobei selbst 2,7er sind auszuschließen normalerweise. Und bei 2,8ern wäre es auch schon schwer. So gesehen sind 2,9er realistisch, 2,8er vielleicht. Ja. Hey Tom. Ja, was ist denn jetzt los? Das hat doch nichts mit Spaß zu tun. Elektrobusse machen ja nicht weniger Spaß zu fahren. Grundsätzlich ja sogar im Gegenteil. Die machen sogar ja mehr Bock, weil die haben ordentlich Power und alles. Guten Tag. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Danke. Ich kenne eigentlich keinen Busfahrer, der sich über die Elektrobusse beschwert. Weil die einfach geil sind zum Fahren, so. Nachteil bei Mercedes zum Beispiel, dass er sehr hoch ist zum Beispiel. Ne? Und die breite Vorderachse, die macht es ein bisschen schwieriger, den Bus zu fahren. Aber ansonsten... Hammerstein. Ja. Top. Oh. Ja, ich habe gelesen. Entspannt euch mal. Ist doch nur ein Spiel. Ah ja, ich kann eben nicht alles lesen und schreiben. Was hat das mit Auto zu tun? Wir reden hier von Linienbus. Hallo. Hallo. Das ist ja nicht dein Bus, du musst ihn ja nur fahren. Hui, was ist denn jetzt los? Ja moin. Jawohl, Alter. Ah, ist die größte Spende, die ich jemals hatte. Ja, das ist schon hart. Geil. 20 Schweizer Franken. Von
Giacomo Bruchetto. Oder Bruchetto. Hoffentlich richtig ausgesprochen, so ungefähr. Krass. Das ist wirklich krass. Danke dafür auf jeden Fall. Jo. Alles cool. Danke. Hihi. Nettes Lächeln. Das ist, ist auf jeden Fall unter den Top-Donatern dabei. Weil ich glaube, Prevois immer noch der ungeschlagen Erste ist. Auch mit Franken. Weiß nicht, was der schon... Der hat auf jeden Fall schon sehr viel gespendet, summiert. Hendrik hat bestimmt auch schon viel zusammen, wenn man das mal summiert. Ja. Und Giacomo Rochetto hat auch schon viel zusammen. Da er ja auch eine Mitgliedschaft zurzeit am Laufen hat, weiß ich gar nicht, aber er hatte zumindest eine. Doch, er hat sogar noch eine. Ja. Und noch 20 Franken. Danke auf jeden Fall. Cool. Freut mich. Es ist cool, dir zuzusehen. Das freut mich. Ja. Und er wünscht mir viel Spaß. Dankeschön. Welche Map fährst du? Ich fahre Ruau. Ja, ich wollte gerade noch was lesen. Auf einmal kam die Spende rein. was hatten wir denn noch? Bus? Hallo? Fahr? Huhu? Hallo? Ich hab die Haltestellenbremse wohl nicht zweimal gedrückt. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hallo. Guten Tag. Tag. Eine Hallo. Fahrkarte für Innerstadt, bitte. Bitte. Ich danke recht schön. Hallo. Heute mal eine Kurzstrecke. 1,70, 3,30 Euro, bitteschön, dankeschön. Auf Wiedersehen. So. Ist da noch einer? Ne, das ist der Mülleimer. Sag mal, so, mein Gott, die Tür ist noch auf. Ich hatte ja noch was zu lesen. Egal. Schreibt's einfach nochmal, wenn es sehr wichtig war und schon länger her ist. Guten Abend, Busenbahn Vorarlberg. Guck mal hier, wir haben einen Wiener Wagen. Alles aus Österreich hier. Hasenacker. C2 piepst ja noch. Wieso was piepst denn? Red? Red schreibt, Achso, du feierst auch die OMSI-Map. Ah, ja. Ist auch geil. Aber an manchen Stellen nicht so Performance, nicht so gut für die Performance. Hauptbahnhof und so, sehr schwer. Aber die Linie geht klar. Da hat man nicht so die Probleme. Glücklicherweise. Hallo OMSI Gamer. Hallo. Hallo. Oh, was eigentlich eine schöne Map. Ja, definitiv. Jo. Ich rede gerade nicht so viel, weil ich gerade so ein bisschen konzentriert bin und gerade auch nicht weiß, was ich reden soll.
wo ich hier durch die Gassen fahre, die gar nicht so breit sind, teilweise. Ja, top Gelenkphysik, jawohl. Ja, die Gelenkphysik ist wirklich für den Arsch. Aber absolut. Leider. Kamst du eigentlich auf dem Namen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich brauchte halt einen Namen und dann fiel mir der ein. Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht sonderlich kreativ, aber ich bin auch nicht sonderlich kreativ, was Namen angeht. Naja. Besser als gar kein Name. Ich fahre auch um die zwei, ich fahre auch gerne die Map und Baumgarten. Was? Moment. Willst du mich jetzt verarschen? Nochmal 20 Franken? Jawohl, ey. Alter, was geht jetzt ab? Das ist krass. Ja, auf jeden Fall danke, danke, danke. Danke vielmals an Giacomo. Jo, krass. Ja. Ja, es ist heftig. Danke, danke. Lol. Ich weiß gar nicht, wie oft ich danke sagen soll. Neue Version, nein, vom Baumgarten. Der Ersteller vom Baumgarten ist hat aufgehört, einfach so. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Und einfach so von heute auf morgen, weiß ich gar nicht, ich glaube, er hat den Kanal gelöscht sogar. Boah. Und dann einfach so untergetaucht. Finde ich auch ein bisschen doof. Ja, aber so gesehen gibt es leider da gar nichts mehr. Keine Updates und kein Support in irgendeiner Weise. Ist schade, definitiv, ja. Hauptsache ein Name, der gut ist. Welcher denn? Deiner oder was? Wow! So wie Sie fahren, Gott, sorry. Machen Sie bitte den Stopp, ich will hier raus. Psst, ich musste lesen, seid ruhig. Ja, genau. Ah, ich glaube, ich habe alles. Sorry, lol. Ups, ich fahre hier gerade alles kaputt. Jetzt hast du 40 Schweizer Franken. Ja, ist auf jeden Fall wirklich krass. Danke dafür. Du bist der beste Streamer von OMSI 2. Schade, ich feiere diese Karte. Schade? Feiere diese Karte. Cool, wie kann man diese Map auch umbauen? Ja, kann man. Editor. Da habe ich selber nicht so viel Ahnung jetzt. Also, geht. Oh Gott, keine Ahnung, wie man den Editor herrscht. Man muss irgendwas im... Das ist kompliziert. Um den OMSI Editor starten zu können, muss man, glaube ich, irgendwas an eine Datei oder OMSI Exe verändern. Dann hat man eine Editor-Datei. Wenn man diese Datei oder Editor-Exe, wenn man die Editor-Exe öffnet, kann man seine Map auswählen und die dann umbauen. Aber das ist ziemlich viel Arbeit. Map bauen und so. Und da muss man auch, naja, sehr viel Übung haben, damit man das schön hinkriegt. Ja, Schweizer Franken sind CHF. Schweizer Franken. Leute, schreibt mal die WhatsApp-Nummer bitte nicht in den Chat, ja? Sowas gibt man nicht öffentlich bekannt. Tut mir den Gefallen.
Klärt das auf Instagram oder privat. Dieser Bus ist so cool, ich kenne mich auch nicht so aus. Darum lasse ich sie von meinen Kollegen umbauen. Ja, gut. Ich habe da auch keine Ahnung von Umbau. Oder nicht wirklich, eigentlich gar nichts von Umbau. Höchstens Texturen wie Mercedes-Stern oder sowas. Das bekomme ich hin, mehr aber dann auch nicht. Ja, Verknüpfung erstellen und dann Punkt Editor, ja, kann sein. Ja, ja, so ungefähr ist das, ja. Neuer Mod von dir, ah, das ist cool. Freue ich mich drauf. 37,32 Euro umgerechnet, ah, cool. Schön, dass es meiner umrechnet. Gut, wobei YouTube natürlich auch noch einen Teil einkassiert, aber ist ja auch irgendwo klar. Im Grunde ist es ja auch vernünftig, dass YouTube auch Geld davon einbezieht, weil YouTube stellt ja alles zur Verfügung. Ohne YouTube könnte ich das ja so gar nicht machen, alles. Ne. Ist ja alle eigentlich eine Win-Win-Situation für jeden irgendwo. Also das muss man echt sagen. YouTube ist ja an sich echt geil. Jeder zieht seinen Gewinn draus. Die Leute haben Unterhaltung. Ich gucke eigentlich auch nur YouTube, muss ich sagen. Entweder spiele ich irgendwas am Computer oder ich gucke YouTube. Mehr mache ich eigentlich echt nicht. Ja, und jeder hat so seine Unterhaltung. Man ist immer in Kontakt mit anderen Leuten. Man hat seine Community, man kann schreiben. Die YouTube-Video-Creator kriegen Geld. Aber gut, kommt drauf an. Manche können sogar davon leben. Da muss natürlich verdammt viele Abonnenten haben. Aber immer ein paar Cents für sein Hobby zu bekommen, ist auch nicht schlecht. YouTube verdient halt dadurch. Also eigentlich ist es echt top. Ja. Eine Verknüpfung erstellen und dann habe ich schon gelesen. Nee, warum sollte ich ihn bannen, weil er seine Nummer schreit? Ich würde die auf jeden Fall direkt löschen, die Nachricht. Weil das ist ja gefährlich. Es geht ja nicht darum. Mir ist das ja. Mir kann es in dem Sinne ja egal sein, ob er seine Nummer veröffentlicht. Aber ich kann da nur ganz stark von abraten. Mit einer Nummer kann man viel Scheiße treiben. Das ist, ja. Altendorf Abzweig. Da muss man vorsichtig sein. Sollte man nicht alles und jeden geben. Gerade über Internet nicht einfach jeden geben, weil da wird viel Schabernack getrieben. Wie schon gesagt, die Nummer nicht in den Live-Chat schreiben. Müsst ihr dann privat über Insta klären oder sonst was. Was? Du hast eine Nummer? Oh Moment, kurz Pause drücken. Du hast eine Nummer reingeschrieben? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, da ist doch gar keine, oder? Ach, keine Ahnung. Das mit der Nummer würde ich auch via Instagram machen. Ja, natürlich. Ich habe ganz kurz Pause, weil ich noch lesen will. Ich fahre diesen Bus auch sehr... Simberg Bus Repent? Okay. In deiner Region? Okay, keine Ahnung. Ja, gut. Hallo. Moin moin. Hallo. Guten Tag. Tag. So, 2, 3. Und Abfahrt. Abfahrt. So ungefähr. Schöner W124 da links, gefällt mir. Also das Auto, für die, die es nicht wissen, der Mercedes, die E-Klasse heißt so.
So, wir sind auch gleich da schon. Ja, moin übrigens auch an alle 8 Zuschauer aktuell. So ein bisschen gesunken die Zuschauerschal. Ne, die Zuschauerzahl. Ist ja nicht schlimm. Leider müssen wir den Stream sowieso gleich beenden, weil ich bin auch ein bisschen fertig. Also ich bin zu müde, um mich richtig zu konzentrieren. Für Omsi. Altendorf Markt. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz viel frei. Und es wird sicherlich wieder häufiger Streams geben. Außer natürlich, wenn ich im Urlaub bin. Schön abgesenkt. Na gut, hinten senkt sich natürlich nicht so gut ab wie vorne. Sieht man auch kaum, weil die Straße auch irgendwie so schräg ist. So, biegen wir hier auch mal rechts ab. Den Rocker, der ist in der Beschreibung. Steht, ja, genau, in der Beschreibung. Unter ja, dem hallo. Bus. Hallo. Da ist der Link hallo. Zur Webdisk. Einmal normal. Da kriegst du den Bus. Danke. Bitteschön. So. Ja, dann schreibt euch über Steam oder sonst was. Also wenn das so weitergeht, sorry. Ich rothaar und steig hier aus. Ja, dann macht das. Kannst gerne machen. Das will ich sehen. W126. Moment, das ist welcher? Ist das auch eine E-Klasse? Nee. W126 ist jetzt die S-Klasse? Überleg gerade. Sagt mir so gar nichts. Gerade. Ich sag mal so, wenn dann den W202, ja, das ist noch ein schönes Auto. Nein, nicht WWW. W1. Sag mal. Ah, lol, das Numpad ist nicht an. W126. Das war, ja, die S-Klasse, genau. Naja, gut. Ja, der ist cool. Ja, ja. Wobei, wie heißt die S-Klasse danach? W127? Weiß ich nicht. Die finde ich sogar noch besser eigentlich, die danach. So, hallo Omsi Gamer. Den Bus fährt auch bei uns in der Schweiz, auch als Postauto. Ja, gut, der fährt halt überall eigentlich, ne? Überall sieht man die eigentlich. Ich meine, gut, die gibt es ja mittlerweile auch schon seit 2012, 2013 so. Na gut, ist halt klar, dass man die dann überall irgendwo sieht, ne? Und sind halt auch gute Busse. Im Vergleich zu anderen Herstellern können die halt auch richtig was hier, ne? Jo. Machen wir mal hier Stoßlüften. Nee. Wenn, dann schreibst du mir, ja? Hochbahnfirma, da bin ich zu faul für. Erde mich einfach Gamer Spiel TV und fertig. Nee, das wollen wir nicht. So, meine Damen und Herren, so leid es mir tut, ich möchte mich nochmal bedanken bei Giacomo. Außerdem möchte ich mich bedanken bei Hamburger Nahverkehr-Fan oder Nahverkehr, wie hieß er noch? Der heute seine Mitgliedschaft bei mir aktiviert hat. Vielen Dank für euren Support. Ja, danke auch natürlich an die zahlreichen Leute, die heute teilgenommen haben im Stream, mit dem Chat dabei waren und alles. Ja, danke fürs Zuschauen. Ansonsten sage ich euch noch einen guten Abend, gute Nacht. Ich lese noch kurz den Rest vor, was hier noch gelesen wird. Ich finde den Busrocker auch sehr cool. Auch den Bus. Ein schöner Abend. Jo, danke dir. Alles klar, Hochbahnfilme. Gut. Ja, yeah. So, meine Damen und Herren, das war's mit dem Stream. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Reingehauen und wiederschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.